Wenn es um das RTL-Dschungelcamp geht, sind Marc Terenzi und Verena Kehrt wahre Experten. Die Moderatorin zog 2023 in die australische Wildnis. Ihr Verlobter war 2017 dabei und erkämpfte sich damals sogar die Dschungelkrone. Kein Wunder, dass sie große Fans und begeisterte Zuschauer sind. Dschungel ist immer überraschend, alles ist möglich und ich bin ein großer Fan. Also es ist so wie mit dem FC Bayern, ne? Einmal Bayern, immer Bayern, einmal Dschungelcamp, immer Dschungelcamp. Unter den diesjährigen Kandidaten haben sie eine klare Favoritin, Lucy Diakowska von den No Angels. Lucy ist eine Freundin von uns, ich glaube seit mehr als 20 Lucy Jahren kennen wir Lucy. Und auf zwei wirklich Fabio. Ich habe schon gerätselt, weil ich weiß nicht, macht ihn wirklich dieses Bayerisch so sympathisch? Hätte ich letztes Jahr ein bisschen mehr Bayerisch sprechen sollen? Schwierige Prüfungen, wilde Tiere, keine Zimmer, kein Dach über dem Kopf. Die Show birgt viele Herausforderungen. Verena und Marc haben als erfahrene Dschungelcamper einige gute Ratschläge. When du bist in a camp, das ist die größte Prüfung überhaupt, the camp. Du bist 24 Stunden miteinander. Breathe, atmen. Bitte genieß es. Also dieses Privileg, in den Dschungel zu gehen. Ich kriege jetzt Gänsehaut, nicht weil es kalt ist. Es ist unter anderem sehr kalt. Ja. Aber Marc hat damals gesagt, wow, du kannst in den Dschungel gehen. Ich würde alles geben, dass ich noch mal rein kann. Ich so, du hast sie doch nicht mehr alle. Also für mich war es, ich hatte alle möglichen Zustände, bevor ich letztes Jahr da rein bin. Aber jetzt im Nachhinein muss ich wirklich sagen, bitte, bitte genieß es. Und das habe ich auch Lucy gesagt. Mitten im Interview bei der Lamberts Monday Night in Köln crasht plötzlich ein anderer Ex-Dschungelkandidat das Gespräch. Also das war mein Es sind diese zwei heiße Leute hier. Über die Favoritenrolle ist er sich mehr oder weniger einig mit den beiden. Eigentlich Mike Heiter, aber ist so ruhig. Ansonsten Lucy, die von No Angels. Super hübsche Frau, weißt du, singt gut. Egal, wer die Krone mit nach Hause nimmt, die Erfahrungen im Dschungel werden sicher auch für die diesjährigen Kandidaten unvergesslich sein.